Na, Gorillas, was würde der Mensch nur ohne diese wunderbaren Kreaturen machen? Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Fallout 4. Na Jungs, wie geht's? Wir sind hier immer noch im Institut und wir müssen unbedingt noch das Gegenmittel finden für Virgil, keine Ahnung, wo wir das finden, in seinem Büro. Aber ich habe keine Ahnung, wo hier in diesem riesigen Gebäude sein Büro ist. Eine Schiebetür. Hier sind wir in keinem Büro, sondern in irgendeiner Lagerhalle. Und kein Gegenmittel. Serum. Wir wissen ja nicht 100%, ob es funktioniert, aber es ist eben seine letzte Hoffnung, denn es soll ja möglicherweise ihn heilen. Oder der alte Virgil bleibt für immer der nette kleine Supermutant, der er jetzt ist. Also ich persönlich, ich finde es gar nicht so schlimm. Ich meine, Supermutant hat seine Vorteile. Man überlebt heftige Strahlung. Meister! Das könnte ein Büro sein. Bisschen nach unten. Bisschen nach oben. Vielleicht noch ein bisschen nach oben. Ich glaube, noch einen kleinen Ticken nach oben wäre richtig gewesen. Erstmal hier hin. Yes, genau das meinte ich. Cool. Und wo bin ich jetzt? Irgendein Labor. Aber ich soll ja in ein Büro. Egal, wir finden es raus, wenn das Ding zu ist. Auf Meister. Muss es da drin irgendwas Gutes geben? Okay, das sieht unfreundlich aus. Sagen wir es mal so. Ich weiß nicht, ob wir hier drin sein sollten. Was genau ist hier passiert? Die dunkle Seite des Instituts. Shit! Oh, wow, 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 hey. Easy, Partner, ganz easy, ja? Alles klar, holen wir die Knarre raus und... Wow, ich bin fast tot. Die Dinger sind echt bitterböse. Wo geht es denn hier hin? Wir finden es raus in... einer Sekunde. Das war zu viel. Immer noch zu viel, aber wahrscheinlich richtig. Jetzt, komm. So, perfekt. Wie schön. Wo bin ich hier? Ein Glas. Aber kein Serum. Dokumente. Tja, ich habe nur ein Büro gesucht und jetzt bin ich irgendwie in so einem ganz, ganz finsteren Eckchen vom Institut. Hier gibt es bestimmt noch mehr Fallen. Yep, hier drüben. Yep. Guck, guck. Wow, die Dinger hier machen mich rund. Es gibt noch viel, viel mehr von denen. Ob die Shotgun funktioniert, wenn ich ganz schnell bin? Leider. Nein. Feind in der Zone. Oh nein. Oh nein. Auch noch die Dinger. Okay, jetzt wird's hässlich. Wo bin ich hier nur gelandet? Ich dachte, hier wäre alles nett und schön. Vielleicht sollte ich lieber wieder gehen. Jetzt geh schon kaputt! Bitte! Danke! Wow, mir gehen die Drogen aus. Ich brauche neue Drogen. Aber schnell. Sehr, sehr schnell. Setze Gefahrenstufe zurück. Bitte, ja, danke. Immer schön alles hier wieder zurücksetzen. Moment. Hier oben hängt das Zeug. Das nehme ich natürlich mit. Was können wir hier tun? Einsteiger. Das ist doch genau mein Ding. Wo bin ich hier nur gelandet? Einsteiger. Nein. Hier. Und Versuche zurückgesetzt. Willst du mich verarschen? Above. Wie schön. Mann, bin ich gut. Einmal den hier. So.
Und ich glaube, das bringt mir nichts mehr, weil wir die Dinge ja schon zerstört haben. Aber deaktivieren. Lieber deaktivieren, als, ja, dass sie mich irgendwie zerlegen, wenn auch welche auf der anderen Seite sind. Zeigen Sie sich. Nein, ich glaube, da muss ich passen. Gut. Lasermuskete, bringt die hier was? The Old Faithful. Der olle Zuverlässige. Alarmstufe erhöht. Fuck you. Wir speichern nicht. Au, oh mein Gott. Ich bin tot. Ja, ich wollte nur mal Bescheid sagen, dass ich tot bin. No. No, sie macht ihren Todesstrahl. Und ich kann mich nicht bewegen. Die crappt immer so. Alles klar, da bin ich nochmal rausgekommen. So. Jetzt wieder hier ein bisschen Abstand gewinnen. Die hält mich halt immer fest, die Alte. Das ist das Hässliche an denen. Hörst du auf? Bam, in dein Gesicht. Jetzt bist du nicht mehr so hübsch, was? Ehrlich gesagt, du warst noch nie hübsch. Nein. Aber wir müssen wieder rennen und in Deckung gehen, denn gleich kommt der Todesstrahl. Wer hat das gemacht? Wer hat dich so programmiert? Welcher Idiot? Wow, jedes Mal schlimm, die Dinger. Tanze für mich, Vibe. Tanze für mich. Das nehme ich alles mit. Ich brauche Munition. Ich brauche unbedingt Munition. Wo bin ich hier? Was ist das nur für eine schreckliche Gegend? Kronkorken. Das ist meine Entschädigung. Für all den Ärger, den ich hier habe. Ich werde nie verstehen, warum ausgerechnet Kronkorken. Oh. Ein Mod gefunden für eine Rohrzange. Sicherung. Ja, wieso nicht? Auf einmal so ruhig hier drin. Ja, wir sind in irgendeinem Lager. In irgendeinem alten Lager. Hier kann man schon gute Sachen finden. In der Tat. Kann man hier Virgil... Nein, oder? Ich meine, Virgils Büro, finden wir das hier? Was hat er denn genau gesagt? In seinem alten Büro. Oder in seinem alten Labor. Vielleicht hier. Ich meine, warum ist der Mann gegangen? Und warum wurde er verfolgt? Das wissen wir auch nicht so genau. Vielleicht hat er Mist gebaut? Oder an irgendwas geforscht, das nach hinten losgegangen ist? Ja. Ja. Was haben wir hier Schönes? Ja. Oh ja. Nein, nein, nein. Ja, das nehme ich alles mit. Laborkittel. Nein, danke. Aber Stimulus. Ein schwarzer Laborkittel. Hier haben die Bösen geforscht. Die bösen Männer. Die ganz, ganz bösen Männer. What the... Puh. Tote Katzen? Alter! Was haben die hier getrieben? Warum treffe ich das hier nicht? Und der da hinten trifft mich. Schön. Wir hauen hier mal ein Päckchen Stim rein. Problem gelöst. Und ja, das nehmen wir wieder alles mit. Hier scheint alles zu sein. Woran wurde hier geforscht? Ich bin einer Verschwörung auf der Spur. Wow. Eine sehr, sehr bösartigen Verschwörung. Was? Warum ist... Hey! Stopp. Das ist ja auch noch so ein Ding. So, jetzt aber hier ganz in Ruhe. Entspannen. Jetzt bleiben alle mal locker hier. Ah, come on.
Lass dich einfach knacken. Geschafft. Okay, Supermutanten. Könnte sein, dass ich hier richtig bin. Tja, Supermutanten haben keinen Superpenis. Forschung beendet. Ich bin hier wirklich einer ganz, ganz großen Nummer auf der Spur. Das wär's. Was bist denn du? Katzenfleisch? Supermutanten essen wohl gerne Katzen. Ich meine, das Ding war ja unheimlich gut gesichert. Ach ja, hier drüben war ja noch eins. Hätte ich beinahe vergessen. Und Drogen. Und speichern. Und entschärfen. Und bringt mir wahrscheinlich gar nichts mehr hier drüben. Benötigt Terminal. Doch, bringt mir was. Gut, ich habe mich geirrt. Wann passiert das schon, dass ich mich irre? So gut wie nie. Hm, ja, das Feuerzeug könnte ich eigentlich auch noch mitnehmen. Gut, wie es scheint, wurden hier bösartige Forschungen an Supermutanten betrieben. Und Virgil ist ein Supermutant. Tja, und wir wissen, dass Supermutanten aus Menschen entstehen, ne? Irgendwie. Wins. Epic Winning. Nein. 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 Okay, jetzt komm schon, Idiotenglück. Rette mich, Idiotenglück. Rette mich. Case. Also. Ich sag doch, mein altes Idiotenglück, das rettet mich immer wieder. Tür öffnen. Wo geht es hier hin? Wir sollten speichern. Immer speichern. In Gegenden wie diesen sollte man immer speichern. Alles klar. Was für eine abgefuckte Scheiße läuft denn hier? Virgil! Ich hab's doch gewusst. Ich hab's doch gewusst. Wir hören rein. Inventar. Irgendwas mit Virgil. Hier drüben. Stopp, hier. Ganz nach unten. Gott, haben wir viele Sachen mittlerweile dabei. Wahnsinn, oder? Dieser ganze Mist hier tragen wir mit uns rum. Nein. Hat nicht mit Virgil angefangen. Okay, finde ich nie wieder. Das müsste man echt sortieren können. Es war irgendwas mit Virgil. Gott, habe ich viel Zeug. Da findet sich ja keine Sau mehr zurecht. Nee, man muss es sich wirklich immer ganz genau merken, dass man es dann auch findet. Tagebucheintrag oder sowas, nein. Ich weiß es nicht mehr. Virgil stand auf jeden Fall drin. Vielleicht bin ich schon vorbei. Nein. Nein. Muss ich es unbedingt wissen? Ganz viele Comics, die ich irgendwann mal gesammelt habe und nie wieder lesen werde. Briefe, die, keine Ahnung, wahrscheinlich auch keinen Sinn ergeben. Aufzeichnung, Virgil. Ah, verdammt, ich bin wahrscheinlich schon viermal vorbei, aber wo ist das Serum? Er hat auf jeden Fall an Supermutanten rumgeforscht. Was genau? Das wissen wir nicht. Moment, hier geht's wieder raus. Kann ich hier irgendwas finden?
Ich meine, ich habe doch jetzt hier nur Informationen. Moment, gehen wir mal hier hin, ans Terminal. Also, Status der Person. Männlich, Mitte 30. Mangelhafter Gesundheitszustand. Entsorgt. Was genau hast du denn erforscht? Fortschrittbericht. Aha. Aha. Bioprojekt. Aha. Ja, aber wo finde ich jetzt hier bitte schön das Gegenmittel für meinen Freund? Kann man die Dinger irgendwie rauslassen? Kann ich irgendwas hier... Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Büro. Ich meine im Grunde eher ein Labor, kein Büro. Gut, gehen wir hier hin. Der zweite Weg. Mal sehen, wie der aussieht. Aha. Benutzen wir das hier mal. Laserfeld deaktivieren. Laserfeld deaktiviert. Und jetzt bin ich hier. Tja, Leute, ich habe da was sehr, sehr Unangenehmes gefunden. Wir wissen schon mal, dass Virgil in der Abteilung hier zugange war. Aber... Ich habe keine Ahnung, wo sein Büro jetzt sich befindet. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht habe ich irgendwas überlesen, übersehen. Vielleicht sind die Büros auch komplett... Moment, was ist das hier? Kann man hier was finden? Das sieht doch irgendwie so nach Büro aus. Terminal. Oh, kann man irgendwo vielleicht hier ein... Ein Rekorder. Ein Dingens. Noch ein Dingens. Noch mehr Dingens. Schiebetür. Ich weiß nicht, der Laden hier, der kommt mir eh total merkwürdig vor. Also ich könnte hier unten nicht arbeiten. Ich würde wahrscheinlich geisteskrank werden, wenn ich hier... Ich meine, ich werde ja jetzt schon verrückt. Ich habe ja jetzt schon genug. Wo geht's hier längs? Ach, hier war... Ja, gut. Und... Ja, hier kann man noch irgendwas knacken. Schauen wir halt mal rein. Ich meine, es gibt keine richtige Quest für das Serum. Geschafft. Sonst hätte ich hier schon längst irgendwas ausgewählt, um die ganze Sache ein bisschen einfacher zu gestalten. Und ich habe auch nicht mehr alles so genau im Kopf, wie das damals war, was der gute Virgil zu mir gesagt hat, wo ich sein Kram finde. Aber ich habe hier so ein Holoband eingesackt, das ich leider in meinem endlos großen Inventar nicht mehr finde, aber ich werde da auf jeden Fall nochmal reinhören. Keine Panik, ist nicht vergessen, ist nur verschollen. Riesenunterschied. Vergessen, verschollen. Zwei komplett unterschiedliche Dinge. Jetzt gehen wir erstmal wieder zurück zu Forder. Wie komme ich... Hier unten ist es bestimmt langweilig, verglichen mit der Oberfläche. Zu meinem Daddy. Tja, und hier sind wir bei so einem Problem. Kind oder nur ein Ding, das so tut, als wäre es ein Kind. Den Leuten an der Oberfläche geht es ziemlich schlecht. Ich bin dankbar dafür, hier zu sein. Red's dir ruhig ein, wenn's dir gefällt. Red's dir ruhig ein. Wir da oben, wir haben Abenteuer und Ghule und Frauen, ja? Frauen, die Liebe machen wollen. Echte Frauen. Und keine Sons. Ich bin zu weit oben. Immer wieder. Hey, das Ding hier ist so verwirrend. Stopp! Ich bin viel zu weit, ja? Ich bin viel zu weit. Sie können hier wirklich alles entwickeln und erforschen, aber keinen Aufzug, den man anhalten kann. Nein, das ist natürlich wissenschaftlich zu komplex. Das kriegen die nicht hin.
Aufzeichnung. Was könnte das sein? Shit! Vielleicht irgendwas mit Supermutant? Mit S? Da bin ich wieder. 3 Genehmigungsstufen. Ist das zu glauben? 3. Wahnsinn, ha? 3 Genehmigungsstufen. Ich bin selbst empört. Okay, wo, wie, was? Wo muss ich denn jetzt schon wieder hin? Hier nach oben. Da bist du ja, Vater. Was denkst du, nachdem du das Institut jetzt selbst gesehen hast? Gut, mein Sohn, ja. Nichts Besonderes. Tja. Was soll ich denken? Sohn, ich bin enttäuscht. Ich habe schon einige Forschungslabore gesehen. Oh, ich kann dir sagen, keines davon kam dem hier gleich. All unser Wissen und unsere Ressourcen dienen einem einzigen Ziel, das unser Motto perfekt zusammenfasst. Menschheit. Neu definiert. Leider gibt es keine Fortschritte ohne gelegentliche Rückschläge. So bemerkenswert unsere Sens auch sind, ohne Überwachung können sie gefährlich sein. Der überlegene Geist und Körper des Sens, der sich mit so etwas wie einem freien Willen herumschlägt, kann zu Chaos führen. Ja, ziemlich intelligent. Ziemlich intelligent, Götter zu formen mit einem freien Willen. Die können uns ja nur ausrotten. Hey, aber kein Problem. Was meinst du mit Überwachung? Solange sie hier im Institut sind und den Zweck erfüllen, für den sie entworfen wurden, funktionieren unsere Sens vortrefflich. Wie du gleich siehst, können sie aber unberechenbar werden, wenn man sie loslässt. Ein abtrünniger Sens hat die Raiderbande in Libertalia übernommen. Seine Erinnerungen wurden gelöscht und seine Identität wurde verändert. Er glaubt nun, er sei ein Mann namens Gabriel. Unter seiner Führung haben die Raider viele Unschuldige getötet. Ich habe einen Runner nach Libertalia geschickt. Schließ dich ihm an und hol den Synth zurück. Ach, jetzt bekomme ich hier schon Befehle. Wer hat die Erinnerungen gelöscht? Und warum? Dahinter stecken diese idealistischen Radikalen der Railroad. Um die kümmern wir uns noch. Aber jetzt müssen wir den Synth zurückholen, bevor noch mehr Schaden entsteht. Du solltest gehen. Viele sind in Gefahr und eine Verzögerung könnte Leben kosten. Ey, das ist dein Mist. Das ist nicht mein Problem. Echt jetzt. Sohn! Mein Sohn. Du solltest gehen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. An dem Punkt sind wir beide schon, ha? Huh? An dem Punkt sind wir beide schon, dass ich jetzt hier Befehle von meinem Sohn annehmen muss. Wo geht's denn hier hin? Nach draußen. Gut. Alles klar. Dann ganz kurz nochmal hier rein. Ich hab's gefunden. Persönliches Logbuch. Dr. Brian Virgil. Dies wird wohl meine letzte Aufzeichnung sein. Meine Anträge, das FEV-Programm einzustellen, wurden wiederholt abgelehnt. Wir haben in den letzten 10 Jahren nichts Nützliches herausgefunden. Warum besteht Vater darauf, es fortzusetzen? Wenn er nicht zur Vernunft kommt, muss ich die Sache selbst in die Hand nehmen. Was wir tun, das ist nicht richtig. Das muss aufhören. Wenn jemand das hier findet, wenn ich nicht mehr hier bin, ich wollte nie, dass jemand zu Schaden kommt. Niemand. Verstehen Sie das? Ich werde dafür sorgen, dass das ganze Programm stillgelegt wird. Wenn nicht für immer, dann zumindest für Jahre. Und danach... Mir ist klar, dass das, was ich tun werde, als Vertrauensbruch gelten wird. Er wird es wohl Verrat nennen. Also, gehe ich. Ich habe einen Plan. Und wenn der funktioniert, bin ich an einem sicheren Ort, an dem ich nicht mal die Runner finden werden. Alles, was wir getan haben, die Leben, die wir genommen haben, wenn es einen Gott gibt, dann möge er Gnade mit uns haben. Okay, Virgil war doch ein guter Mensch. Aber hier Daddy wollte unbedingt weitermachen. Ich trau dem nicht, ja, ich trau dem einfach nicht über den Weg. Sean,
Mein eigener Sean 2.0. Okay, Moment. Ich wollte hier Missionen. Wie komme ich hier raus? Wie kann ich diesen Ort hier verlassen? Okay, hier drüben gibt's nichts. Tja, dann einmal hier runter. Möglicherweise über denselben Weg, wie wir reingekommen sind. Aber wo könnte ich denn Virgil... Bist du der Runner? Sir, es gab wieder ein Problem. Ein Code Rot. Was? Zum dritten Mal in 2 Wochen? Das ist inakzeptabel. Wie konnte das passieren? Wir glauben, es gab einen Systemfehler. Wir schauen uns das an. Verdammt! Ihr seid zu nichts zu gebrauchen. Ich finde raus, was passiert ist. Bis dahin sollen die anderen in höchster Alarmbereitschaft bleiben. Ich will mehr Patrouillen und mehr Rundgänge. Sofort, Sir. Wenn du irgendwas, auch nur entfernt Verdächtiges siehst, melde es sofort. Das darf sich auf keinen Fall wiederholen. Verstanden? Ja, Sir. Verstanden. Okay, was läuft da? Weißt du, was passiert, wenn Roboter einem die ganze Arbeit abnehmen? Man wird fett und faul. Ganz einfach. Richtige Menschen, die richtig denken und richtig arbeiten. Diese Zukunft will ich. Wenn du das so empfindest, warum gehst du nicht? Weil wir viel mehr erreichen könnten. Aber nein, alle sind besessen von diesen verdammten Synths. Verschwendetes Potenzial. Das ist es. Naja, ich sollte dich wohl willkommen heißen. Vielleicht kann ja ein neuer Blickwinkel hier was bewegen. Du hast recht, Moment. Lawrence. Die anderen sehen in mir nicht viel mehr als einen besseren Techniker. Aber ich bin genauso Wissenschaftler wie sie. Lawrence, du bist der einzige Mann, der hier ein bisschen Ahnung hat. Wirklich. Ein bisschen. Ich bin Lawrence-Fan. Hört bitte alle auf Lawrence. Wo geht's denn hier schon wieder hin? Aufzug? Hm. Hier gibt's irgendwie so ein paar dunkle Räume, so ein paar Abgründe. Verwenden wir ihn. Und dann schauen wir mal, wie wir hier rauskommen. Kann ich eigentlich einfach eine Schnellreise machen? Das probiere ich gleich mal. Aber erstmal will ich schauen, wo wir hier hingelangen. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Sag mal, war das Ganze mal ein Vault? Oder was genau machen die hier? Die baggern hier rum. Aber wieso? Ich habe keine Ahnung. Also der ganze Laden finde ich extremst merkwürdig. Gut, können wir schnell reisen? Ach, da sind wir. Da sind wir, Leute. Was haben wir denn hier? Da sollen wir hin. Den Ort habe ich leider wahrscheinlich noch gar nicht entdeckt. Nein. Aber ich glaube, den hier, den haben wir. Gut, keine Schnellreise. Hätte ja sein können. Ich weiß nur, dass wir jetzt hier ein- und ausgehen können, wie wir wollen. Und wieder weg. Tja, die Abgründe. Die dunklen Ecken des Instituts. Ich will einfach nur hier raus. Alles, was ich will, gehen, gehen. Alles, was mich interessiert, gehen, gehen. Wie komme ich hier raus? Was? Nein, unheimliches Kind. Bleib ja weg. So viel zu forschen, so wenig Zeit. Ich gehe genau da wieder raus, wo ich reingekommen bin. Adios. Adios. Ich weiß nur, dass wir jetzt irgend so einen Chip oder sowas haben, wie die Runner eben. Dass wir ein- und ausgehen können, jederzeit. Wir sind jetzt berechtigt, ins Institut zu gehen, wenn wir das für richtig erhalten. Aber man merkt schon, die hier, also Institut und Railroad, sind ganz, ganz böse Feinde. Und natürlich auch die Bruderschaft hat Probleme mit dem Institut. Aber Railroad, glaube ich, ist noch eine Ecke schlimmer. Unzugänglich. Aha. Ich will einfach nur hier raus. Kann ich hier raus? Von hier bin ich gekommen.
Ey Leute, echt jetzt. Ich weiß nicht, wie man hier wieder rauskommt. Computerterminal, nach Hause. Nein. Verdammt, Start. Was habe ich versäumt? Kann man hier vielleicht die Schnellreise machen? Von dem Ort aus? Was habe ich versäumt? Ach, das funktioniert. Okay, von hier aus funktioniert, wie es scheint, die Schnellreise. Habe ich mich jetzt... Bitte, behalt deine Bakterien bei dir. Ja. Genau das habe ich. Okay, da unten, wo ich war, funktioniert es nicht, aber... Was ist das jetzt? Da will ich doch gar nicht hin. Ich will hier hin. So. Okay, nur da, wo ich war, an dem Punkt. Denn ich dachte schon, wie soll das jetzt funktionieren? Ich habe doch freien Zugang. Ich kann doch jederzeit hier rein und raus. Jetzt funktioniert die Schnellreise, aber eben nicht in dem Tunnel, wo ich eben gerade war. Na gut, jetzt wissen wir das. Wieder was gelernt. Ist halt mein erstes Mal im Institut. Ich bin dann noch sehr jung und unerfahren. Voltec, der kleine Pip-Boy. Okay, dann machen wir mal die Mission, damit wir hier ein bisschen vorankommen. Und ja, wenn ihr wisst, wo ich das Serum genau finden kann, schreibt es in die Kommentare, ich werde es holen. Ich werde es holen und dann schauen wir mal, ob wir Brian Virgil wieder in einen Menschen verwandeln können. Und ich bin voll im Sturm. Und woher kommst du? Woher wusstest du das? Pipe. Piperino. Pipester. Woher wusstest du, dass ich hier bin? Ja. Gleich mal hier eine Pille nehmen gegen die Strahlung. Was ist das hier? Oh nein. Oh nö. Legendär auch noch ohne mich. Habe ich voll keinen Nerv für. Hey, 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 Pipe. Pipe, 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 Pipe. Ich kann nicht springen. Ich bin zu schwer. Hat er gerade wirklich so viel Schaden gemacht? Ja, verzieh dich. Oh, Kacke, bring mich bitte nicht um! Ich hasse Meyer Lurks. Hält der viel aus? Nur weil du leuchtest oder was? 61 bringen die? Ja, leck mich doch hart. Der andere ist tot? Respekt, hast du ihn wirklich getötet? Kann ich mir nicht vorstellen. Du hast den getötet, alleine. Ich höre doch schon wieder irgendwas. Öffentliche Toiletten. Was gibt's hier Schönes? Ein Eichhörnchen am Stiel. Ein Einkaufskorb. Oh, Cola. Ganz viel Cola. Können wir springen? Ja, wir können springen. Komm schon, ich will Level Up sein. Ah, fuck. Entspann dich, Baby. Auf nimmer Wiedersehen. Wir sind beinahe Level Up hier. Hör doch noch rein. Die Messerklaue, die hält mehr aus. Oh, die sind schlimm. Kurbeln, 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 kurbeln. Genau in die Fresse. So wie mir das gefällt. Okay, das zieht wirklich gar nichts ab, die Panzerung. Ah, hier schön auf die Klaue. Den haben wir es gezeigt. Yes, und wir sind Level Up. Jetzt kann ich hier in Frieden weitergehen. Mein Ego wurde wiederhergestellt. Kann man hier nicht? Das funktioniert nicht, nein. Okay, warte mal. Wie komme ich denn jetzt bitte schön hier rüber? Warte, Moment.
Wir wollen hier hin. Ich komme hier wirklich nicht über das Auto drüber. Weil wenn ich hier runterspringe, bin ich tot. Einmal in die Suppe rein und das war's. Nee, klettern ist irgendwie nicht drin. Da haben wir keine andere Wahl. Wir müssen hier schnell reißen. Oder haben wir hier drüben was? Nee, hier drüben haben wir natürlich rein gar nichts. Toll. Dann gehen wir hier einmal zu unserem kleinen Leuchtturm. Und dann, ja, haben wir es ja nicht unbedingt weit. Ist ja ganz in der Nähe. Treffen wir uns mit dem Runner und dann räumen wir auf. Den Bandenführer der Raider. Ich will gar nicht wissen, wer alles ein Synth ist. Vielleicht haben wir irgendwann eine Mission, wo wir Nick töten müssen. Werde ich auf keinen Fall tun. Nick und ich, wir sind sowas wie Freunde. Okay, jetzt bin ich hier und ich muss hier so hin und dann hier so rum. Oder? Ja, Moment, aber ich muss... Warte. Genau, hier. Hier runter. Dann haben wir hier irgendeine Fabrik. Ich habe keine Ahnung. Was bist du für eine Fabrik? Konserven. Ergibt Sinn. So. Dann einfach hier längs die Straße runter. Hier waren wir noch nie. Obwohl da hinten sehen wir das Luftschiff. Was bist denn du? Ach, ich dachte eben, da hinten steht ein riesiger Mann. Hier so von der Ferne sieht es aus wie ein riesiger Roboter. Aber hier waren wir noch nicht. Nee, und dann... Dann hier lang. Der Weg ist weit. Es sieht so nah aus, aber es ist verflucht weit. Oh, shit, was ist das? Ein Wachbot? Fuck. Und was ist das hier drüben? Hey! Lass mal Freunde sein. Gemeinsam gegen die Maschinen. Bist du noch... Oh Gott. Oh shit, da drüben ist ja noch ein Wachbot. Fuck, ich mein... Oh shit, ich bin tot. Pipe! Ich bin echt tot. Ich bin echt sowas von... Ey, der zerlegt sogar die Grab... Ah. Er ist heiß gelaufen. Okay, 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 okay. Oh, der explodiert auch noch. Ich häng im Sand. Alles klar. Alles klar. Bitte nicht noch mehr Wachbots. Hey, du hast meine Frau geschlagen. Jetzt ist es ernst. Das nehme ich persönlich. Oh, wo? Oh, großer Gott. Oh, großer Gott. Oh mein Gott, beide Arme sind weg. Ich habe gewonnen und dann... Naja. Naja. Gut. Ich hätte schnell rennen sollen. Sehr, sehr schnell. Hm. Ja, da habe ich wieder was gelernt. Wachrobots sind sehr, sehr böse. Ich hätte gerne meinen eigenen. Kann man die Dinger bauen? Wenn ja, baue ich zwei davon. Okay, okay, keine Panik. Keine Panik. Jetzt bin ich hier. Gut. Das ist nicht so schlimm. Fehler passieren. Wir alle machen Fehler. Nur um sie dann eben richtig zu machen. Die Fehler. Also noch schlimmer als davor. Okay, Konservenfabrik. Ich brauche unbedingt mehr Munition. Viel mehr Munition. Mann, sind die Möwen hier in der Gegend scheiße hässlich. Robust? Echt? Echt robust? Okay. Du provozierst mich, Vogel. Problem gelöst.
Warum sind hier aber Bots? Ich meine, das ist eine gottverlassene Gegend. Ja, hier drüben rennt einer rum. Entdeckt. Hat der uns entdeckt? Ich habe keine Ahnung. Es wird gespeichert. Wow, Wachbot! Bewegung! Das zieht irgendwie gar nichts ab. Jetzt bin ich wütend. Oder deutlich zu wenig. Nee, ist voll für ein Po. Und die hier? Ich habe nur noch so wenig Munition. Okay, die geht ganz gut. Und am besten geht halt die Scheiße. Alter! Ja, mein Arm. Mir fehlt mehr als nur ein Arm gleich. Oh, die sind ja im Nahkampf noch schlimmer. Oh Gott. Gar nicht gesund. Extrem ungesund. Wachrobots sind extrem ungesunde Typen. Okay, ich muss das anders regeln. Also, ich knall ihm hier voll eine vor den Latz erstmal. Ah, hier so aufladen. Geduckt. Nicht vergessen, wir spielen hier auf schwer, ja? Für alle, die wieder denken, hey, ich habe den angeguckt und der ist umgefallen. Ich bin total der Experte. Wir spielen hier auf ultra schwer. Das war's dann wohl für dich. Meyerlurk? Ach komm, Meyerlurk noch von der Seite. Das ist auch so ein Gelände, wo man überall kleben bleibt. Meyerlurk, geh auf den Bot. Gut, Meyerlurk. Gut, Teamwork. Naja, hat nicht lange gehalten. Pipe. Vorsichtig, Pipe. Ich will dich nicht töten. Okay, er ist überhitzt. Und schön. Schön. Echt. Respekt. Habe ich ihn gekillt. Sonst verkommt das alles ja nur. Ja. Lieber mal mitnehmen. Mädchen. What the? Ich frag nicht. Ohne meine Knarre hier wäre ich schon längst am Sack. Schon längst. Und wir speichern. Ich brauche mehr Munition. Psycho. Sensormodul. Friendly. Hi. Was? Wo? Warum? Au. Ich kann... Ey. Warum? Gott sei Dank habe ich gespeichert. Er sagt halt und boom. Voll in die Fresse. Ich kann ja nicht mal so schnell reagieren. Stehen bleiben. Zivilisten, die hier durch wollen, müssen 500 Kronkorken bezahlen. Wie wär's mit einem kleinen Preisnachlass? 400? Kannst du dir das leisten? Nein. Komm schon, da geht doch noch mehr. 350, letztes Angebot. Mann, ich bin Amerikaner, ich verhandle... Okay, ich habe das Gefühl, dass du gleich eine Zahl sagst, die mir gefällt. Unter 250 ist auf keinen Fall drin. Könnte ich noch weitergehen? Kannst du wirklich nicht noch ein paar Kronkorken runtergehen? Hör zu, ich darf eigentlich gar nicht mit dir reden. Entweder gibst du mir jetzt das Geld oder ich knall dich ab. Was soll's sein? Alter! Die Munition ist fast teurer, ne? Na schön, hier, nehmt das Geld. Danke! Ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeit. Ey, du bist ja ein richtiger Gentleman. Und jetzt sind wir echt Buddies? Kannst du mir wenigstens helfen mit dem da drüben? Ich meine, was ist das hier für eine Kackgegend? Das war euer letzter Fehler. Ja, übernehm du. Danke. Viel Spaß. Vielleicht habe ich es doch ganz clever gedreht, letzten Endes. Ey, ich halte mich da raus, ganz ehrlich. Ja, und ich möchte in gar keinem Schuh stecken von euch. Ich halte mich da vollkommen raus. Mir ist es langsam zu blöd. Das ist euer Problem. Ich habe bezahlt. Ich habe für Service, für verdammten Service bezahlt. Guck mal hier, das ist ein Gegner für mich, eine Möwe. Mit einer Möwe vielleicht. Vielleicht werde ich mit einer Möwe fertig. Was ist das hier für eine Gegend? Da drüben rennt noch ein Aggressor-Bot rum. Ich speichere hier nochmal an der Stelle.
denn besser wird's nicht. Ah, die haben da hinten Spaß. Gut, ich würde ganz gerne hier noch einen Blick in die Karte reinwerfen. Bin fast hier. Gar nicht mehr viel. Renn! Kies, renn! Renn einfach durch! Renn einfach durch! Shit! Bringt die Sau nicht um! Was habe ich denn getan? Leave me alone. Please. Leave me alone. Der Runner wird mir helfen. Die Bruderschaft. Ja. Ja. Rettet mich, Bruderschaft. Nein, nicht den Runner, ihr Idioten. Mir ist jetzt schon langweilig. Lass uns reden. Das gibt es doch nicht. Runner. Scheiß auf die Bruderschaft, Runner. Scheiß drauf. Die schlimmste Gegend aller Zeiten. Immer wenn ich denke, es kann gar nicht schlimmer werden, bumm, wird's noch schlimmer. Jetzt ist der hier beschäftigt, die hier zu töten. Und wenn ich die hier angreife, versaue ich es mir vielleicht bei der Bruderschaft. Also, was kann ich machen? Einfach nur warten. Einfach nur ignorieren und warten. Oh, da ist schon ein paar umgebracht. Ich nehme mir mal hier die Sachen, ne? Danke. Oh, während ihr da eben so ein bisschen rumspielt. Was ist das denn schon wieder? What? Auch noch leck. Der rennt direkt auf mich zu. Und Supermutanten sind da hinten auch noch. Er sagt bloß, der Runner ist tot. Nee, der ist irgendwo da hinten hingerannt. Das ist echt übel. Das ist echt richtig übel. Und wer bist du? Ein legendärer Raider? Und warum wurde hier eben gerade alles Atombomben? What the fuck? Ja, und jetzt? Plan B? Ja, hier, auf den könnt ihr gehen. Das ist gut. Das ist mal eine gute Idee. Und der nächste Nachruf. Brenn doch einfach! Lass die Granaten, lass doch die... What the fuck? Okay, da wären wir wieder. Wie es scheint, die Lage hat sich ein wenig beruhigt. Gut, wo ist jetzt mein Kumpel, mit dem ich reden muss? Unter mir, irgendwo unter mir. Aber wo genau? Sag mal, wo genau soll der denn sein jetzt? Er soll irgendwo unter mir hier drüben sein. Kann der Mann wirklich unter Wasser existieren? Ist sowas möglich? Er bewegt sich. Er kommt näher. Jetzt befindet sich der Typ auf meiner Ebene. Wo bist du? Ich näher mich ihm. Er rennt irgendwo da hinten rum. Und da sind legendäre Gegner und er muss wieder töten. Ah, ich helfe dir mal. Hier, bitteschön. Einmal der Scheiß hier und dann hau ich hier ein bisschen mit rein. Und vielleicht wird alles gut. Oh nein! Jetzt bin ich in die radioaktive Suppe gefallen. So ein verdammt enger Bootssteg hier ist halt auch richtig beschissen für eine Schießerei. Alles klar, er mutiert. Warum stirbst du nicht endlich? I have no idea. Jeder wünscht sich, dass der Kollege stirbt. Krepier endlich. Pipe, bleib hinten. Bleib hinten, Pipe. Gott sei Dank, endlich machen wir hier Fortschritte. So, deine Knarre nehme ich mit, deine Munition nehme ich mit. Können wir endlich reden? Müssen wir wirklich erst das ganze Lager hier ausrotten, damit wir reden können? Oh, jetzt geht der schwimmen. Ich verliere hier meinen Verstand. Ich verliere hier wirklich meinen Verstand. Die Mission ist zu viel. Leute, die Mission ist einfach zu viel. Experte, endlich mal was Beruhigendes.
Warte mal. Also bis jetzt hatte ich hier noch gar keinen Anhaltspunkt, wo es denn möglicherweise eventuell passen könnte. Das ist wirklich eine sehr schwierige und komplizierte Geschichte. Ich hab's gefunden. Kleines Stück vielleicht noch nach oben. Kleines Stück vielleicht nach unten. So. Ja. Kleiner Fortschritt. Ein ganz kleiner Fortschritt. Und wenigstens ein bisschen Munition. Oh, ein Safe. Verbessert. Ja, was da wohl drin ist. Na komm, ich habe eben gerade Experte hinbekommen. Das schaffe ich ja wohl verbessert. Cool. Meins, 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 meins. Ist doch nur eine Verbindung. Das nehmen wir alles mit. Wir finden schon eine Verwendung, Piper, keine Sorge. Wenn du willst, hier ist noch ein bisschen Wodka. Viel Gebrüll, wenig Gehirn, was? Was lebt denn hier drüben noch alles? So viel? Okay. Stirb endlich! Also, der hier, sonst noch irgendwer oder ist das der letzte? War das alles? Bist du hier der letzte? Ah, daneben. Ey, ich mache hier gerade deine Probleme, mein Freund. Schwer dich nicht. Komm schon. Mit dem Controller ist halt wirklich schwierig. So, der hat gesessen. Jetzt noch einen guten Schuss. Ich glaube, wir. Oh nein! Kannst du mal aufhören mit den Gegnern? Fucking Hund. Jetzt bricht er noch zusammen. So. Was ist das jetzt hier schon wieder? Schieß bitte nicht auf die Bruderschaft. Ich hatte auf eine Herausforderung gehofft. Für mich persönlich ist das Herausforderung genug. Was ist das? Ajo! What the fuck? What the fuck? Mir ist jetzt schon langweilig. Also mir nicht. Gib dem Mann hier mal eine Pause. Was bist du? Bruderschaft oder wie? Freunde, oder? Ihr seid Freunde. Friendly? Ja, Bruderschaft. Und du hier? Bruderschaft, gut. Jetzt ersauf nicht. Miese Taktik, schlechte Schützen. Das wird schnell gehen. Kontakt verloren. Das Ziel ist weg. Das ist die schlimmste Mission, die ich je gemacht habe. Okay, hast du dich beruhigt? Na? Lass mal. Nein, ich will dich nicht beklauen. Das wird dir leid tun. Ich. Haben wir jetzt ein Problem? Ich will doch nur reden! Oh, Leute, ich beende die Folge. Ich beende die Folge. Es wird alles immer schlimmer. Gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Die geht ja lang genug, aber. Ja. Was soll ich sagen? Ist ziemlich beschissen, nicht wahr, Piper? Ziemlich beschissen. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Da wird es dann funktionieren. Obwohl, hat er sich beruhigt? Hat der sich beruhigt? Können wir ganz schnell reden? So als kleine Belohnung, dass ich hier wenigstens noch das Gespräch führen kann. Hey, Buddy. Wie geht's dir? Reden. Reden. Nee, das wird nix. Du sagst es. Wer auch immer das gesagt hat, der hat recht. Die Folge ist lang genug. Wir sehen uns in der nächsten. Wie immer, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bewertung nicht vergessen für meine Höllenqualen. Und tschüss!